Los geht's. Sind wir durch? Ja, jetzt aber. Ja, wir stehen mit den Veranstaltern der 21. Fahrrad- und Reiterrallye aus Ruhrrot, dem Herrn. Halt die mal, warte hier. Ja. Das ist wie mit. Ich wollte gerade sagen, was soll denn jetzt? Kann mal einer den aus dem Bild nehmen? Nein, nimm mal die Banane weg. Das sieht aus wie von Max. Jetzt nimm mal. Kann man. Hallo, jetzt nimm die mal einer weg. Der ist eh aus dem Bild raus. Achso, okay. Wir. Nochmal? Ja, okay. Jetzt. Direkt hoch. Wir stehen hier. Jetzt mach nicht wieder diese Scheiße mit hin. Ich kann so nicht arbeiten. Können wir nochmal anfangen? Sind wir nicht eigentlich durch? Text mal. Wir stehen hier mit dem Veranstalter der 21. Fahrrad- und Reiterrallye aus Ruhrup, Herrn Lorenzen und Herrn. 1-0 Hamburg! Ole, ole! Echt? Muss ich mal gucken. Können wir bitte nochmal anfangen? Also ich finde, die Stimmung sagt einiges. Wir sind fertig. Ja. Sie veranstalten hier die 21. Fahrrad- und Reiterrallye. Was ist besonders an dir? Ja! 1-0 Hamburg. Wir stehen hier mit dem So, also ganz jetzt ehrlich, aber. Es ist kein Qualifikationsturnier für die Paralympics. Es ist wirklich die 21. Fahrrad. Nee, komm jetzt von vorne. Sag mal, wo kann ich hier pissen? Noch einmal von vorne. Entschuldigung. Ja. Alter, als ob wir bei RTL wären. Wir stehen hier mit dem. Oh nein, Mann, was soll das denn? Wir stehen hier mit dem Veranstalter in der 21. Ich bin Fahrrad und Reiter. Veranstalter. Wir stehen hier mit dem Veranstalter in der 21. Es ist eine Veranstaltung des Volkes, du merkst. Darf ich jetzt halt alle Schichten oder nicht? Ja, wir stehen hier mit dem Veranstalter der 21. Fahrrad- und Reiterrallye aus. Alle Schichten sind dabei. Ja, bin ich verstanden. Die 21. Fahrrad- und Reiterrallye aus Ruhrup hat jedes Jahr neue Herausforderungen. Was sind die Highlights dieses Jahr, Herr? Natürlich das Endspiel. Was bedeutet? Volle Kanne. Cheerio, Miss Sophie. Endspiel bedeutet was? Das werdet ihr gleich sehen. Also, wer es überlebt hat, Grundrecht und Preis. Und für nächstes Jahr zu starten. Ist das in Ordnung oder nicht? Ja, es ist die Qualifikation fürs nächste Jahr. Gut war natürlich auch Zahnpasta-Raten. Da ihr keine Zähne putzt. Wie zuckst du? Die meisten haben geraten, was es überhaupt ist. Ne? Zuck du, Luda. Die meisten haben geraten, was es überhaupt ist. Es war Zahnpasta, für die, die es nicht genau wissen. Achso, diese eine Station mit dem eklig schmeckenden Zeug da. Ja, verstanden. Es ist keine Schuhpolitur. Es ist keine Schuhpolitur. Ja. Was steht jetzt an? Was können die Gäste noch erwarten jetzt in der letzten dieser Hofrallye im Anführungszeichen? Ein tolles Spiel und einen tollen Restabend. Restabend, ja. Restabend! Also erfolgreich ist, wenn morgen Abend um 18 Uhr alle noch Restabend. Reste, Pop! Also Alkohol, obwohl es heißt in den Spielregeln, Alkohol ist eigentlich verboten und Grund für Abzugspunkte, das ist schon Bestandteil dieser Rallye. Jetzt ist ja Ende. Jetzt ist, nee, die Hofrallye steht ja noch an, das ist ja nicht richtig. Ja, nee, das ist aber sonst. Also, ey! Nüchtern geht nicht. Ich melde mich aus Ruhrup zurück, wenn das hier vorbei ist. Meine Güte, ist ja ekelhaft hier doch. Mein Hemd! Ich mache die Wäsche in die Reinigung.